mein Name ist Admari. Ich habe schon vorbereitet Zitronengras, Salaten, Ingwer, Knoblauch gehackt und Chilisorten, Bananenblätter und Reis, gekochter Reis. Erstmal, wir nehmen ein bisschen Butter, Knoblauch und Salaten erstmal anschwenken, damit wir einen Geschmack von Knoblauch und Salaten. Danach kommt Chili dazu, Zitronengras und jetzt kommt der Reis. Du bist ja Asia. Wir benutzen immer Koriander, ein bisschen Paprika, Paprika-Edelsüß für die Farbe, Wurzeln mit Salz, Pfeffer und am Ende kommt der Ingwer. Wir machen den Reis mit den Bananenblättermantel, damit beim Grillen der Reis nicht verbrennt und kommt Geschmack von den Bananenblättern, den Aroma. Heiße Grillpfanne mit bisschen Öl. Dann kommt der Reis. Jetzt umdrehen. Von jeder Seite wir brauchen 4 bis 5 Minuten braten, bis der Blätter braun ist. Beim gegrillten Reis kann man auch im Grillhaus machen. Im Camping zum Beispiel. Mit schönes Wetter draußen sitzen, mit Familie und Spaß machen, auf jeden Fall. Okay, wir sind fertig jetzt. So, fertig, gegrillter Reis. Wir wünschen viel Freude zu gucken und guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.